nochmal zu einer Ja-Sagen-Challenge hier an der Playa von Mallorca. Wir sind hier zu dritt. Moritz, Zoe und ich sind alle da. Nein! Wir sind auf Mallorca und bereit, lustige Dinge zu tun. Moritz, ich habe für dich, besonders für dich, ich habe auch ein paar lustige Dinge geplant. Du wirst heute auf jeden Fall aufs Maul bekommen, glaube ich. Nein. Okay, ich würde sagen, wer fängt an? Hilfe! Janis, ja sagen. Ich würde sagen, wir laufen ein bisschen die Playa lang und dann gucken wir mal, was wir ein bisschen einfällt. Okay. Okay. Janis, du wirkst so, als ob du so ein bisschen viel Geld auf der Tasche hast. Ne? Das Video bestimmt auch einiges einbringen. Ich würde sagen, du gehst zu der Bar und für die nächsten 10 Leute gibst du erstmal das Bierchen aus hier. Gibst du schön einen Ausschnitt, die ganzen Leute, die freuen sich doch, oder? Ja, let's go, ab an den Zapfhahn. Ja. Oh, Janis zahlt. Hier, warte, nicht zahlen. Nicht zahlen. Er zahlt eure ganze Rechnung. Er zahlt alles. Er zahlt alles. Was? Bist du der? Ist dieser Junge? Nein. Das ist ein tolles Video. Tolle Challenge, Moritz. Danke dir auf jeden Fall. Ey, warte mal, da müssen noch 10 Bier drauf, Digga. Was? Ja. Wir sind den tollsten Tag ihres Lebens. Okay, jetzt haben wir noch 10 Bier bestellt. Sehr gut. Das so, wie ich sage. Es wird so teuer. Vor allem, die feiern alle dich dafür, obwohl das eigentlich das bezahlt hat. Wir lieben Moritz! Ich hab das zwar gar nicht gekauft, aber ja! Ich hab gesehen, ihr sagt, der Durst ist auf. Rache für Moritz, es gibt so Rache für Moritz. Wir müssen weitergehen. Moritz, gehen wir weiter? Ja, wir gehen weiter, ja. So, also ich habe mich mal ganz kurz umgezogen, ein schönes Outfit angezogen. Moritz, komm mal ganz kurz. Du fragst dich sicherlich, warum ich so ein dämliches Outfit gerade habe, ne? Warte, guck mal, ich würde dich daten, weil du bist schon Gigo, ich schwöre. Nein, frag ich mir bei dir. Willst du nicht das Outfit gerade mit mir tauschen? Ja, will ich unbedingt tauschen. Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß. Gott, wie schrecklich, Gott. Zoe ist jetzt ja dran. Ich will nicht was Komisches machen wie ihr, bitte. Zoe, bin ich heiß? Ja, ja. Und Digga, ich hab nicht mal Sonnencreme drauf, ne? Alter, Moritz sieht aus wie so ein typischer Malle, Junge. Endlich wieder. Ist alkoholfrei, by the way, das Bier. Eine neue Geschichte von Paulana. Zoe, meine Allerbeste. Geh doch mal einfach mal in die Mitte und tanz mal da ein bisschen herum. Zeig mal ein bisschen deine Tanzkünste. Nein. Machst du's? Ja. Freust du dich darauf? Nein. Schnappi. Einmal so musst du machen mit jemandem. Okay? Okay. War das unangenehm? Das war Kika. Sagen wir es so, sie haben mich wirklich sehr gut in der Gruppe aufgenommen. Ja. Aber du findest es auch ein toller Tag heute, ne? Ja. Zum Glück wurde Moritz nicht mit diesem unfassbar unangenehmen Outfit nach Fotos gefragt. Oh, mein Messer. Machen wir ein Bild? Danke. Ah, da freue ich mich aber drauf. Das ist den ganzen Tag. Wegen der Ja-Challenge. Da freut er sich ja richtig drauf, oder? Moritz, freust du dich doch? Ich freue mich total. Moritz, ist doch echt toll, wenn man... Es ist wirklich einfach nur super toll, Bruder. Wirklich, also danke dir wirklich nochmal. Also wirklich, Johannes, ich danke dir nochmal für diese wunderschönen Bilder hier, die ich machen muss. Geiler Bikini. Danke dir, Mann. So, Johannes ist jetzt dran, ne? Ja, es war toll eben, dass ich da also die Vira ausgeben musste. Das hat er super gemacht. Johannes, jetzt geht es ja nicht um Geld, sondern um Liebe. Ja, nein. Da am Strand mit irgendeiner Dame, die ich dir heraussuchen werde. Hand in Hand. Ja, Hand in Hand. Und das zu schaffen, ist schwer. Ins Meer rennen. Und wenn du das mit Klamotten. Und zwar so lange, bis du es schaffst. Ist dir überlassen. Kannst okay, 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 okay. Soll ich die fragen? Ich such dir jemanden. Oh, Mann. Das wird niemand machen. Solltest du es nicht schaffen, musst du 2 weitere Ja-Sagen-Aufgaben machen. Also du musst es wirklich jetzt schaffen. So. Das ist eine tolle Aufgabe. Also ich muss erstmal gucken. Ah, da sitzt doch schon eine Dame. Die beiden Mädels und die Rechte. Könntest du ja mal fragen, ob sie mit dir ins Meer hüpfen möchte. Also ich sag mal so, ich wette 100 Euro, dass es nicht klappt. Johannes, aber damit bitte, ne? Johannes, hiermit bitte fragen. Ja, das mach ich. Ja, damit könnte ich gar nicht nein sagen eigentlich. Hey, kurze Frage. Habt ihr Bock mit mir kurz ins Meer zu gehen? Sorry, I don't understand. Okay, I'm from Germany and I would like to ask if you want to go with me. Into the sea. There, yeah. Yes, why not? Nona, komm! Macht es! Halt die Fresse! Sie macht es! Good, good! Okay. Hand in hand. Okay. Okay, let's go! Splish, splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. What's up? Yeah! So, thank you very much.
much. Have a great time. Bye. Ist ja blendend geklappt, Moritz. Ja, hat, also das war ja überhaupt nicht unangenehm. Also schon ein bisschen lieber als gedacht, dass es so klappt. Deswegen habe ich mir jetzt ein bisschen Geld verdient. Aber Moritz, ich stehe jetzt wie so ein Dulli hier da. Ich würde sagen, du kaufst mir jetzt mal ein neues T-Shirt. Aber nicht aus dem Geschäft, sondern von irgendwem. Und du handelst gegen den. Du handelst immer mehr, als er will. Das ist geil. Das du handelst geil. Immer mehr. Also du gibst immer mehr Geld, als er eigentlich möchte. Also okay. Wenn er 20 gibt, gibst du 30. Okay, gut. Hier, dein T-Shirt finde ich schön. Also warte auf, ich muss sagen, der Shirt ist wirklich schön. Für wie viel würdest du verkaufen? Digga, der hat mir 80 gekostet. 80? Junge, ich hasse dich, Johannes. Ich hasse dich, Johannes. Boah, aber sein Shirt ist auch wild. Warte mal kurz. Ich muss zwei Sachen sagen. Erstens, ich glaube, du hast eine kleine und zweitens, bist du nicht Emo? Yes, das bin ich. Und wir drehen gerade ein Video. Willst du dabei sein? Ich bin voll dabei. Okay, pass auf. Okay. Dein Shirt. Hey. Für wie viel würdest du das verkaufen? Ich war vorhin im Megapark. Mhm. Also, ich habe dich echt immer kleiner in der Hand. Also, ich war vorhin im Megapark. Ich glaube, das habe ich bekommen dafür, dass ich eine Maß Wodka Wodka Lemon gekauft habe. Okay, sagen wir. Die hat 12,50 Euro oder so. Machen wir 15 Euro. Ja. 20. 20. Und dann nicht sagen, wo du 5 war. Ja, okay. Dann 25 ist okay? Passt, Bruder. Ja. 25? Ja, 30 passt, 30 passt. Für 30 bist du dabei. Für 40 mach ich's. Für 40 mach ich's. Gib dir das Geld. Ja, er handelt, dabei. Er handelt sich ja als schlechter. Nein. Also ich muss sagen, gemerkt, du bist noch nicht so richtig. 50 war aber 50. Nee, ich fühle mich immer noch nicht so richtig gut. Jetzt fühlst du dich noch nicht gut. Nee, der Mann, der braucht noch mehr als 50. Ich merke das schon. Ne? Wir machen 50 und 1 Cent. Jetzt kommen wir langsam. Jetzt kommen wir ins Geschäft. Gut. Okay, ja. Gib mir deine PayPal-Adresse. Ich mach 50 und 1 Cent. Hast du kein PayPal? Nein, das ist natürlich dumm. Also Jungs, wir machen jetzt einen Handel. Wer von euch würde dein T-Shirt verkaufen? Oder kaufen? Nee, ja, kauf nein, Handel. Für wie viel? Für wie viel? Guck mal, dein T-Shirt würde ich abkaufen. Wie viel hast du gekauft? 40er. Okay, ich geb dir 70. 70 Euro für mein T-Shirt? Ja, nein. Weißt du, gebe ich dir sogar 75. 5? Ja, safe. Was? Nein, okay, der ist doch nicht glücklich. Der kriegt 80. Der kriegt 80. 80 sogar? Ja. Mach Alex! Genau so! Aber Bruder, ich sag so, er sieht immer noch nicht glücklich genug aus. Er sieht noch nicht glücklich genug aus. 100! Ja, komm! Nein, Alex, kommst du aus, Junge! Okay. Ja, komm! Ja, let's go! Für einen Huni, safe! Ja, wir haben ein T-Shirt! Was? Ich hab ein neues T-Shirt! Du bist 101 Cent. 101 Cent. Ich hab immer einmal aus, 1 Euro. Also, mir gefällt das Video immer mehr. Das Video ist blendend, Moritz. Es wird auch immer blendend für dich. Warum? Aber es ist auch blendend für mich. Achso, ja, aber als allererstes, so, du bist ja noch nicht verheiratet. Zeig mal deinen Ring. Wo ist dein Ring? Ich hab einen in der Tasche. Echt? Du hast einen in der Tasche? Wirklich? Ja. Das ist ja perfekt für die nächste Aufgabe. Das ist dein Verlobungsring für deinen zukünftigen Ehemann. Schön. Du wirst nämlich jetzt einer Person, die ich mir aus Moritz aussuche, einen Heiratsantrag machen. Es ist sehr komisch. Viel Spaß. Wir suchen jetzt für dich jemanden, der aussieht, als würde er eine Heirat gebrauchen. Bist du gerade Single? Nee, ich habe eine Freundin. Ah, gerade eine Freundin. Das ist natürlich schwierig. Ganz schwierig. So, aber trotzdem grüße an die Freundin hier. Ja, ein Ehrenmann. Er würde niemals heiraten. Nicht mal auf Malle. Hier vor, das ist der Altar. Wir haben uns hier versammelt. Also, ich muss dich fragen. Warte, da er geht. Vor dem schönsten vor der Toilette. Maler, wirklich. Der Ring wurde direkt wieder abgenommen, Digga. Kein Kuss da? Und wenn Moritz jetzt spätestens gewusst hätte, was jetzt für eine Aufgabe für ihn kommt, hätte er niemals bei diesem Video nur mitgemacht. Für diese Aufgabe musste ich einige Wochen vorher was abklären. Okay, Moritz, let's go! Wenn ich du wäre, würde ich jetzt dich einfach mal von Hey Moritz, dem YouTuber, zum Hey Moritz, dem Malle-Moritz transformieren. Bin ich dem Malle-Star Moritz schlechthin. Du bist der Malle-Star ab jetzt. Der Mickey Krause, du bist der neue König von Mallorca. Denn du wirst jetzt im Bierkönig auftreten, gleich. Vor allem, dein Song, den ich immer komme. Für alle, die sich darunter jetzt nichts vorstellen können, der Bierkönig ist einer der größten Mallorca-Diskotheken, wo über 4000 Menschen gleichzeitig täglich feiern und saufen und alles machen. Und Moritz wird da jetzt auftreten. Geilste, Digga. Aber ich hab's doch organisiert für dich. Wenn ich da reingehen, du wirst auftreten. Zeig, dass du es organisiert hast. Digga, what the fuck? Da ist die E-Mail gewesen. Die Leute sind gut drauf. Ich hoffe, die kennen Moritz. Wenn nicht, ist es mir auch egal. Denn ich werde schön neben der Bühne stehen und dir zugucken. Nein, du kommst auch mit hoch. Auf wenn ich gut bleibe, würde ich mit hochkommen. Und dann filmen. Doch. Du musst mit hochkommen. Okay, ich komme mit hoch. Moritz, let's go. Jetzt oder was? Ja. Auf einmal stieg die Aufregung von Moritz etwas in die Höhe, weil er realisiert hat, dass es wirklich wahr ist. Dann wurden wir schon abgeholt und zur Bühne gebracht. Und Moritz wird immer aufgeregter. Und ich habe mich immer mehr gefreut, dass Moritz da gleich auftreten wird vor all diesen tausenden Menschen. Zuschauer haben es auch direkt erkannt, also kann es ja nicht so schlimm werden, dachten wir. Dann habe ich doch kurz mit dem DJ alles abgeklärt und da haben wir schon das Mikro bekommen und Moritz musste auftreten. Warum will er das? Er hat richtig Bock. Ihr kennt mich, kein Schwein.
wurde ausgebuht, bevor es losging. Ich glaube, das ist mit Abstand die unangenehmste Aufgabe ever. Die haben es gar nicht gefühlt. Oh Mann, es tut mir leid, Moritz. Oder auch nicht. Aufgabe gestanden! War ein absoluter Fail. 10 von 10, unangenehm. So, das war ja alles wunderbar, Moritz. Hey, willst du vielleicht wohl mal noch meine Wurst abbissen? Oh, das ist halt einfach ein bisschen sandig, aber ansonsten ist es eine geile Wurst. Okay. Johannes, hast du Bock abzubeißen? Willst du zubeißen, Bro? Komm, du beißt jetzt. Das ist immer gut. Zugeschlagen, oh. Lösung bitte. Zugeschlagen, oh, ja, Lösung. Geil. Bitte. Runterschlucken. Runterschlucken, Bro. So aber ja. Garantierst du, dass sie nicht runtergefallen ist? Also die Wurst ist schon runtergefallen. Oh, Mann, das war eine der unangenehmsten Minuten meines gesamten Lebens. Ich wurde komplett ausgebucht. Ich fand es toll, ich fand es toll. Das war also genau mein Ziel. Grüße gehen raus an den Bierkönig. Es tut mir leid. Vielen, vielen, vielen Dank, dass wir auch drehen durften. Kuss geht raus an das ganze Team. Ich fand es auch geil, dass sie angekündigt wurde als YouTuber. Die dachte, da kommt die Megashow. Und da gab es naja, lasst doch mal ein Like da fürs nächste Ja-Sagen-Video hier an der Playa am Ballermann. Wir würden sagen, so wie das letzte Wort. Tschüss.